Hallo und herzlich willkommen zurück zu Muri. In der letzten Folge haben wir ein paar Leben verloren an einem fliegenden Raumschiff. Wir haben unsere Tochter gefunden, allerdings konnten wir sie nicht beschützen vor sich selbst, vor uns. Und wir haben ihre Lebensenergie absorbiert und werden sie einsetzen in der Zukunft. Zwischen den Folgen habe ich mir gerade mal einen kleinen Tee gemacht. Ein bisschen Pause gemacht. Letzte Folge war nämlich ganz schön anstrengend. Nachdem die Lebensenergie von Esi absorbiert wurde, kehrte Advoa zurück in die Tiefen der Forschungsstation, um die Stasis-Kapsel von Kojo zu finden. Ja, okay, wir wollen also von unserem Sohn, Kojo, die Stasis-Kapsel zurückholen. Und hier ist es ziemlich dunkel und finster überall. Wir haben wieder drei Leben. Alter! Ich habe nicht gewusst, dass sie sich während der Episoden wieder resetten, deswegen habe ich mich übelst abgefuckt. Alter, geil! Gleich mal ein Schwarm Aliens hier. Habe ich mich ein kleines bisschen erschreckt. Das ist natürlich sehr schön. Da muss ich mir überhaupt nicht hier den Kopf zerbrechen. Denn ja, es ist ja kein Geheimnis, dass das Spiel immer schwerer und schwerer wird. Und da habe ich mich echt mega geärgert. Meine Fresse. Aua. Fängt ja wieder gut an. Ja, wir haben immer noch die... den violetten Schein von der Lebensenergie unserer Tochter. Nö. Geht weg. Geht alle weg. Überall sind... Aua. Kleine... Mensch. Überall sind Roboter, die auf dem Boden rumfahren und die mir auf den Keks gehen. Läuft ja hervorragend. Nö. Lass mich in Ruhe. So. Sieht auch ein bisschen fies hier. Die komischen Krabbelfiecher. Da wieder irgendeiner erwischt. Ja, so ist das auch fein. Okay, so läuft das doch. Die machen wir so kaputt. Ja, wir haben nur nicht gerade großartige Waffenkraft, ne? Das ist das Einzige. Der Monitor, wo kommen wir da ran? Von hier? Ja. Ah, und auch von rechts, das ist ja schön. Mal schnell alles mitnehmen. Alles mitnehmen, yeah! Disketten! Sind geil! So, sehr nice. Wir haben bloß einen Standardschutz, das ist echt ziemlich lausig. Aber ist okay. Nee. Wir müssen es ja nur ein bisschen hier durchkämpfen. Das sollten wir alles hinkriegen. Hier waren wir schon. Wir gehen mal weiter nach rechts. Da waren wir ja noch nicht. Ah ja, da ist auch der Exit. Das Exit. Die Exit, ich weiß nicht. Wir haben aber allerdings noch nicht alles eingesammelt. Wir schauen noch mal ganz kurz. Am Boden der Tatsachen entlang. Da ist allerdings nichts okay. Waren wir hier oben überall schon? Da auf jeden Fall. Da kamen wir her. Nur mal schnell alles abkundschaften. Meistens sind ja die Geheimnisse nicht so ultra schwer versteckt. Und vielleicht findet sich auch irgendwo noch eine Diskette oder ein... Da unten ist doch noch irgendwas.
eine Diskette oder einen Gegner, den wir übersehen haben. Und wir deswegen nicht den vollen Score haben. Ich erkenne im Moment nichts. Außer das da. Aber das hatten wir ja schon. Das war der Monitor. Komisch, ne? Hat man ja sonst auch eher selten. Vielleicht rechts vom Exit? Nee. Oder hatten wir schon 100%? Ich hab's nicht gesehen. Nee, das wäre mir aufgefallen. Das wäre mir doch bestimmt ins Auge gesprungen. Ansonsten blass ich dabei. Dann habt ihr eben keine 100%. Kann ich es auch nicht ändern. Aber komisch ist das schon. Okay, hier kamen wir her. Das ist der Anfang. Hier oben rechts war nur das hier. Dann geht's nun links weiter. Aber hier erkenne ich auch nichts. Das Secret da oben hatten wir. Ja, hier geht's das sonst nicht weiter, ne? Man kommt nun hier unten rein. Und hier wäre wieder dicht gewesen. Ich hole wieder zum Anfang zurück. Da sind wir da unten rein, haben das Ding hier kaputt gemacht. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Nö. Es sieht zumindest nicht danach aus. Ansonsten ist ja nur noch das hier. Komisch. Ich weiß nicht, was wir übersehen haben. Mit 99%. Das ist sehr komisch. Aber ich will halt auch nicht eine halbe Stunde rumsuchen. Es ist immer noch ein Let's Play. Und ihr wollt ja was sehen vom Spiel. Ja. Yeah. Die Dinger sind echt komisch. Da habe ich schon wieder solche Viecher hier. Obwohl die ganz okay sind. Erwischt, erwischt. Wunderbärchen. Die kommen wir gerade nicht durch, aber da oben sehen wir einen Mega. Mega ist natürlich schön. Ja, okay, das war jetzt nicht so schwer. Ja, Mega ist echt ein krasser Angriff. Ah, kommen wir doch irgendwo hin? Nee. Wir verschwinden jetzt natürlich an irgendwelchen Pillepalle-Gegnern. Sie hat nichts getroffen. Okay, hier ist clear. Komm her. Da oben ist auch noch was. Da schauen wir auch gleich mal hin. Ah ja. Ein PC, der eigentlich ein Leben wäre. Sehr nice. Erleben wir auch nicht schlecht, aber... Oh, ich meine, das wusste ich. Ah ja, eine Zelle. Au. Das ist sehr nice. Dankeschön. Und auf Weg nach unten. Nehmen wir wieder ein, zwei Sachen mit. Aua. Das habe ich jetzt nicht gemeint mit dem Mitnehmen. Ich habe gemeint kaputt machen. Bäm, bäm. So, noch ein bisschen was kaputt lasern. Ups. Gleich mitgenommen. Ist da oben was? Nein. Mit der Energie muss ich jetzt mich aufpassen. Ich war ein bisschen übermütig. Weil ich mir so einen guten Mega nicht verschwenden wollte. Ich hätte dich voll draufhalten müssen einfach. Und gut wäre gewesen. Aber da wird man mal geizig mit seinen schönen Waffen. Nicht wahr? Wir haben noch nicht alles abgefangen.
Frühstückt? Ja, schau mal, fix. Das Level ist ja auch wieder mal nicht so groß. Ach, guck mal. Ah, ich wollte jetzt nochmal hoch zur Zelle gucken. Wir haben Chaos gefunden. Chaos ist nice. Ist natürlich der besthefteste Angriff überhaupt. Wieder 100%. Das Ding ist einfach noch so übertrieben. Also was schönen Soundeffekt. Der dazu gut passt. Ja, wie du siehst, kann das Ding auch ein bisschen eine Kurve machen. Wie unangenehm. Erinnert mich sehr stark an VVVVVV. So ein krasser Angriff. Da haben wir auch gleich die zweite Zelle. Das zweite Mal die guten Perfect Cell. Alter. Nö. No. Riesenviecher hier. Und die halten aus. Ich meine, wir haben hier Chaos, ne? Aber ja. Ich weiß nicht, ob wir da oben alles mitgenommen haben. Oben rechts. Boah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Sehr schön. Ja, nachdem ich hier zwischen der letzten Folge und dieser Folge ein bisschen Pause gemacht habe, ging es mir auch gleich ein bisschen besser. Ich war auch schon ein bisschen bräsig im Kopf. Ja, das fehlt einem natürlich noch. Von den Viechern noch eine stärkere Form. Da war es nur noch einer. Ah, okay, der macht hier jetzt noch einen Mega-Angriff. Und ich mit mir, Freundchen. Hab ich noch den guten MKV. Also, Chaos hat man ziemlich selten. Meistens auch nicht sehr lange. Und daher ist MKV eigentlich meine Lieblingswaffe. Außer Chaos, ne, aber wie gesagt, die hat man halt nicht so häufig und von daher. Stopp. Oh. Hat früher aufgehört, als ich dachte. Ich weiß nicht, was das goldene Ding macht. Schießen auf jeden Fall. Ach, die roten gehen mit einem mit. Die hier rechts. Alter, das sieht aber auch aus. Unangenehme Gegner hier. Muss ich immer extra springen, damit das Ding ein bisschen nach oben geht. Läuft. Genau, stopp. Sehr gut, huch. Hab schon ein bisschen Angst gehabt. Das war so klar. Das war so klar, oder? Ja gut, wir haben unendlich Infinite, also unendlich Rapid. Ich halte einfach drauf. Da kommt Rapid und dann hilft da alles nichts. Das sind einfach zu viele von denen. So, damit haben wir es auch erledigt. War ja so klar, wie viele da kommen, oder? Wir verfolgen es. Das ist scheinbar so ein ähnlicher Angriff wie der Chaos. Oh, sehr gut. Möp, möp, möp. Ja, halte ich immer ein bisschen Abstand. Zumal wir auch echt nicht mehr viel Energie haben, ne?
Nicht so schön, aber. Kommt wieder nach rechts, da links eine Waffe. Nein, aber das Ketten. Doch, mega, Alter. Hier, das mit Laser habe ich gerechnet. Aber mega ist natürlich. Mega. Bäm. Guten Tag. Okay, wir haben nicht alles abgekaspert. Das war ja irgendwie zu erwarten. Da bin ich immer froh, dass die Level nicht so groß sind. Wir schauen erstmal hier unten, ob wir etwas Verdächtiges sehen. Genau. Das habe ich gesehen, nachdem ich darauf geachtet habe. Das habe ich was Freies. Und das war's schon. Hey, Profi-Let's Player. So. Sagte er, nachdem er im zweiten Kapitel ohne Ende Leben verloren hat. Infinite Weapon haben wir schon. Ich feuer einfach mal. Wir hoffen, dass wir was treffen. Uns ein bisschen, ja genau, den Weg frei machen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ach, von hier, von hinter der Barriere, das blöde Vieh. Nein, daneben. Der eine Schuss hätte doch ausgereicht. Gut. Aber MKV ist auch fast leer. Was wiederum nicht so gut ist. Oh ja, das Ketten. Oh, so gut. Ganz viele Speicherbuttons. Was willst du denn schon wieder? Das war jetzt ein bisschen tricky. Hätte ich mich zurückziehen müssen. Aber zurückziehen ist was für Schwächlinge. Hey. Ah, okay. Ich will das haben. Boah, ich bin zu blöd zum Treffen. Dankeschön. So läuft das doch. Geh weg von mir. Alter, hält das Vieh aus. Unten haben wir nochmal Mega. Oh ja. Da rechts war wieder Mega-Shirox. Ich habe keine Pokebälle mehr. Bams. So, wir fliegen hier nur so durch das Level durch. Ja, deswegen treffen wir auch so. Und da oben ist nochmal. Eine Zelle. Wo genau, wissen wir allerdings nicht. Die Schüsse ziehen bestimmt auch mega viel ab. Ah, die folgen uns. Aua, ja, mega fiese Angelegenheit. Gibt's denn das? So ein fieses Ding. Vergiss es. Ihr habt mich doch geduckt. Das war perfekt. Ja, da ist eine Zelle. Ich hab's mitbekommen. Aber wo genau? Also über uns und jetzt rechts von uns. Ach so, da. Dankeschön. Huh. Ich bleib hier. Ja, war ein guter Plan. Stopp.
Komm her. Au, nicht so nah. Komm her. Stopp. Gut. Ah, na, klasse. Die fehlen mir noch. Geh weg. Ach, wie fies, diese lassen sogar hier in der Luft noch irgendwelches Zeug. Zum Glück haben wir davon unendlich. Vom Rapid. Cooler Boss, oder? Weiß auch nicht, wann Schluss ist. Cooler Boss. War auf jeden Fall witzig gemacht. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren und wo nicht. Oh, Disketten. Ja, du fehlst mir noch. Das Level hier ist ein bisschen größer, ne? Es fällt direkt auf. Da waren wir auf jeden Fall schon mal. Ah ja. Müssen wir alle vier Energiekerne zerstören. Ich hab gedacht, vielleicht bringt's ja irgendwas anderes noch, wenn ich hier die Blöcke da kaputt mache. Nein, ich will... Ach, das ist immer schlimm. Da weiß man immer nicht, wo man hin muss, damit man aufhört zu fallen. Laser. Ah ja, hier waren wir schon mal. Da hätten wir einfach hier hochspringen können. Auch gut zu wissen. Ja. 100%, hey! Trotz der Größe des Levels. Das gefällt mir sehr gut. Und wir verschwinden direkt mal. Nach oben drücken. Steht sogar dran. So, das riecht doch nach einem Boss. Wir müssen da lang. Laser. Laser. Noch mehr Laser. Ein paar Mal Mega. Und einmal Chaos. Also wir haben 99 Laser. Mega krass. 40 mal Mega und immer noch 19 mal Chaos. Ich glaube, wir sind ausgerüstet. Lass mich hinein. Endlich, da bist du. Ja, da ist unser Sohn Kojo. Das war, glaube ich, der erste, oder? Den sie in den Anzug gesteckt haben. Kojo, ich habe etwas akzeptiert. Als du den Mars absorbiert hast, bist du nicht einfach in Ohnmacht gefallen. Quarko und ich wollten es einfach nicht glauben. Aber keine Sorge, ich habe die Lebenskraft deiner Schwester. Genau hier. Was in der Welt? Schwächling, Zerstörer. Was hat deine Mutter getan? Bleib zurück. Raus aus deinem Anzug. Furchterfülltes Kind. Wütend auf das Gewicht, das sie platzierten. Menschen des Mars. Lasst mich eure Lebensenergie absorbieren und uns alle neu erschaffen. Keine weiteren Versprechen. Wir sind 1 Million. Und ein Planet. Deine Mutter ist gekommen, um zu sterben. Geh weg! Okay, wir haben hier einen... Oh, mehrere. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Mehrere komische Todesgötter.
Okay, ich treffe sie scheinbar nicht. Genau, ich treffe sie nur, wenn sie Farbe annehmen. Und sie treffen mich auch nur, wenn sie Farbe annehmen. Also, wenn sie mich berühren. Nicht gerade einfach. Ja, ich will hier weg. Vor allem, wenn man sich in die Ecke manövriert. Okay, läuft. So, nicht mal viel übrig. Ah ja. Au, scheiße. Ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen kann. Vielleicht hier. Ja, sie sind 1 Million und ein Planet. Puh, das war aber nicht so einfach, wie ich das gerne gehabt hätte. Ganz schön kurzer Kampf, aber ganz schön intensiv. Ich hätte noch ein bisschen besser vom Chaos den Effekt nutzen sollen, dass er einfach abprallt, wenn man ihn gegen eine Wand wirft und dabei nicht schwächer wird. Da hätte ich noch ein bisschen was rausreißen können. Ansonsten, puh, muss ich erstmal ein bisschen durchblicken. Kojo. So. Du wirst nicht aufwachen. Die Lebensenergie des Mars und seiner Bewohner scheint deinen Anzug nicht verlassen zu können. Nun sind sie wahrhaft verloren. Bitte, denk nicht schlecht über deine Eltern. Ich werde nichts so tun, als wenn das Geben irgendeines Lebens das jemals wieder gut machen könnte. Es ist nicht so, als würde ich aufgeben. Es ist nicht so, als würde ich nicht mehr irgendetwas fühlen. Ich habe einfach akzeptiert, wie sich all diese Dinge herausgestellt haben. Ich muss noch eine letzte Sache tun. Tja, und wir lassen unseren Sohn zurück, der nun die Lebensenergie seiner Schwester trägt. Ja, Leute, das war Myuri für heute. Es gibt noch eine letzte Sache, die wir tun müssen, haben wir erfahren. Und was das ist, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.